Hallo. 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 Hallo, einen schönen Hallo. guten Tag. Mein Name ist Jaroma Teves von der Medienwelt. Ich spreche mit Herrn Balsin. Grüß dich. Hallo. Schön, dass ich Sie mal persönlich erreiche. Ja. Ich habe eine ganz kurze Information an Sie. Ja, bitte. Sie hat sich ja vor einiger Zeit bei einem kostenlosen Gewinnspiel sich beteiligt. Ja, richtig. Durch Stein 2 und wir haben nämlich erfreuliche Nachrichten für Sie. No. Sie sind. Wieder? Ne, ich habe nur Sie toll sind von. gesagt. Alles gut. Können Sie ein bisschen lauter reden, bitte? Sie sind sehr leise. Okay, klar. Sie sind von rund 20.000 Teilnehmern unter den letzten 20 Endfinalisten in der großen Finale. Oh, geil. Also, wir haben ja 20 Finalisten und 20 Preise. Ja. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall schon gewonnen. Die Du Frage geil. ist nur noch, was Ihr Gewinn sein wird, weil die Platzierung ist ja noch nicht festgelegt. Oh, toll. Deswegen wurde ich beauftragt, Sie ganz kurz zu informieren und auch Ja. abzufragen, im Fall eines Hauptgewinns, welche Preise bevorzugen würden. Ja, Herr bitte. Dalsim, und zwar, Ja. der erste Preis ist ein Mercedes C-Klasse, 63 AMG oder der Gegner 76.000 Euro. Ja. Was würden Sie bevorzugen, Auto oder Geld? Und was hat das Auto denn für einen Farben, bitte? Bitte? Welchen Farbe hat denn Auto? Auto, okay. Der zweite Preis Nein, ist warte ein mal. VW Golf 7. Hallo? Ich wollte wissen, Ja. welche Farbe den Auto hat. Das war meine Frage. Also Mercedes C-Klasse 63 AMG Ja, ist oder das der Gegenwart C. schwarz oder blau oder grün oder gelb? Also die Farbe weiß ich ja nicht. Ach so, ja, Ich glaube nicht, ich weiß. dann kannst du mir das Geld geben. Okay, alles klar. Ja? Und der zweite Preis ist ein VW Golf 7 Ja? oder der Gegenwart 25.000 Euro. Was möchten Sie hier haben? Weißt du da die Farbe? Ich glaube, hier ist schwarz. Ja, dann nehme ich das Auto. Schwarz ist sehr gut. Okay, alles klar. Ja. Der dritte Preis ist eine Traumreise mit einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff oder 10.000 Euro. Was möchten Sie hier haben? Ja, wohin geht denn Reisen? Also von Italien, ich glaube, nach Türkei. Nach Türkei? Okay, das ist sehr schönes Land. Sind Sie schon mal bei Genau, Türkei mit. gewesen? Nein, noch nicht. Noch Waren nie, Sie noch in nie. Türkei? Okay. Ja, dann nehme ich die Reise. Ich will mal bei Türkei gehen. Okay, alles klar. Und Ja? der fünfte Preis ist nur Preise 8.000 Euro. Fünfter Preis 5.000 Euro. Oh. Platz 6 bis 20 Preise. Das sind ja Gutscheine im Wert Ja? von 1.000 Euro Sehr gut. in Form von Reisegutschein, Aral-Tank-Gutschein, Mediamarkt, Saturn, H&M, Apple, Chipo, Rewe oder Edeka-Gutscheine, je nach Platzierung. Sehr gut, sehr gut. Also Auf Herr Dalsin, welche genau. Platz ist Edeka-Gutschein? Welcher Platz muss man haben für Edeka? Für Edeka, das ist ja 18. Platz, ist ja 18. Edeka. Und was ist denn Ja, erste von genau. den Gutscheinen? Was ist denn beste Gutschein? Ist das von Apple? Ach so, ja genau, das ist der Apple. Der Das sechste ist. Preis ist Apple Okay. und das 18. ist ja Edeka. Und der Also, letzte? erwarten Sie ab heute Welcher ein. ist denn letzte? Und der letzte. Ja. Letztes Jahr Rewe-Gutscheine. Ja, das ist am wenigsten wert, das ist richtig. Genau. Ja, ja. Und also erwarten Sie ab heute einen garantierten Mindestgewinn von 1.000 Euro als Wertgutschein. No, Das kann geil. aber mehr werden, aber nicht weniger. Genau. Ja, Und vielen als Dank, meine Bruder. kein Problem. Und als Dankeschön an die Teilnahme erhalten auch alle 20 Finalisten vorab schon einen Reisegutschein von Ja. Connex im Wert von 100 Euro von den Oh. Sponsoren geschenkt. Genau. Oh. Der Gutschein ist 3 Jahre lang gültig und auch übertragbar. Ja, kann man Mit dem da. Gutschein zusammen. Ja, bitte? Ja, kann man da mit Deutsche Bahn fahren? Ich glaube schon. Mit Sehr Deutschen gut. Bahn können Sie auch überall reisen. Genau. Ja, aber Mit der 100 Euro können Sie auch. kann man da die Gutschein bringen und sagen, hier will fahren bei dir? Bei Deutsche Bahn? Wohin? Bei Deutsche Bahn? Ist das Gutschein Ja? für Zug? Ja, klar. Ich Sehr glaube, das gut. ist auch für Zug und für Flugzeug. Ist ja ein Reisegutschein. Oh, super. Oh, super. Genau. Ja. Und der Gutschein ist 3 Jahre lang gültig und Ja. auch übertragbar. Kann man das auch Mit ausbezahlt dem. bekommen? Also, ne, ausgezahlt nicht. Oh, schade. Nur Geschenkgebung, genau. Ja. Und mit dem Gutschein zusammen bekommen Sie noch ein Begrüßungsschreiben Ja. mit einem Internetlink und Ihrem persönlichen Passwort, damit Sie auch die Verlosung live über das Internet verfolgen können. Ein Das Passwort. Ganze kommt in 8 bis 10 Tagen per Post an Ihre Adresse zugeschickt. Ja. Das ist ja Hauptstraße 71, Tegernsdorf. In Ziegendorf, Und, genau. Mögen Sie genau. Ziegen? Und Geburtsdatum, ja bitte? Mögen Sie Ziegen?
Nein, ich war noch nie in Timmendorf. Noch nie. No, okay, sehr gut. Und geboren sind wir am 19.09.1979. Auch richtig? 1971. 71, nicht 71. 79. Nee, nicht 79, 71. Da haben die Tippfehler machen. Okay. Okay, aber September 19.09., das stimmt, oder? Ja, das ist richtig. Das hat sich nicht geändert. Okay. Okay, das alles klar. Also, Herr Dalton, wie gesagt, was ich heute schon bei Ihnen versprechen und garantieren kann, ja, ist eine 1000 Watt Gutschein. Aber wenn Sie es schon ein bisschen geschafft haben, hoffe ich, dass Sie eine der Hauptpreise mitnehmen. Ja. Und letzte Zeit, da haben Sie auch ein bisschen los, die Sponsoren von diesen Verlosungen, ja, die ganze finanziert und zustande gebracht haben, waren auch die deutschen Verlagshäuser. Ja. Und zusätzlich erhalten auch alle 20 Gewinner nach den Unterlagen, die Signale stehen, ein Gewinner ratiert haben, noch eine Sponsorzeitschrift nach ihrem freien Wahl, wo 12 Monate kostenpflichtig auf 2 Monate gratis wäre. Was? Für die Gewinner. Keine Steuern, keine Gebühren zu zahlen. Das heißt, egal welche Preise erzielen sollten, ja, bekommen sie ihren Gewinn in voller Höhe ausgeschüttet, ohne einen Cent davon abzugeben. Ja. Mit Finanzamt haben sie auch dann nicht mehr zu tun, weil man gewinnt ja nicht jeden Tag. Und was hat jetzt die Zeitung damit zu tun? Ich will doch nur einen Gutschein haben. Will ich keine Zeitung haben? Okay, was hat mit Zeitung zu tun? Das sage ich gleich Ihnen. Ja. Ist auch eine Werbematerial von dem deutschen Verlagshäuser. Ist ja auch eine Werbung. Okay. Und das ist eine Werbung. Dadurch machen die erstmal die Werbung und zweitens, reingesetzt in Deutschland, Gewinner über 500 Euro müssen ja versteuert werden. Weil okay, sie schon eine 100% Gewinn haben, betrifft das auch. Um das zu vermeiden, bekommen sie auch eine Sponsorzeitschrift. Okay. Sie haben auf jeden Fall Vorteile, keine Nachteile. Und der Hauptsponsor ist der feinste Zeitschrift, hört zu. Soll ich bei der Hauptsponsorin hört zu bleiben oder müssen Sie was anderes? Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Man kann Sie sehr schlecht hören. Okay. Mal Headset anders hin machen oder so. Okay. Welcher Sponsor darf für Sie die Steuer übernehmen? Der Hauptsponsor ist ja hört zu. Okay. Soll ich bei Hauptsponsoren bleiben, so wie andere Finalisten, oder möchtest du was anderes? Du, das ist mir egal, wer das bezahlt. Das ist mir egal, ich will nur den Reise haben nach Türkei. Und dann kann ich bei deinem Callcenter okay kommen. Ist das Callcenter bei ist euer Callcenter bei Istanbul? Nein. Nicht? Also schade. Ich rufe Sie ja von Paderborn. Von ich was rufen Sie von an? Paderborn. Von Kakarin? Von Paderborn. 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 Ja, welches Bundesland liegt das? Ich komme aus Argentinien. Nein, woher, wo ist, in welchem Bundesland ist Paderborn? Auch in Deutschland. In welches Bundesland? Bayern, Sachsen? In Sachsen ist das. Was, wo? In Sachsen. Ach so, okay, sehr gut. Genau. Und hast du schon Hauptschulabschluss geschafft oder ist es zu schwierig? Was? Hast du schon den Hauptschulabschluss geschafft oder ist es zu schwierig für dich? Das musst du scheißdreck Arbeit bei Callcenter machen? Also, war schon schwierig. Ja, war schwierig, aber hast du geschafft? Also Hauptschulabschluss habe ich ja. Ja, hast du aber geschafft? Aber war schon schwierig. Ja, und ja, wie lange habe ich geschafft. Wie lange hab lang hast du gebraucht? Wie oft bist du sitzen bleiben? Ganz normal. Ganz normal und dann hast du keine richtige ja Arbeit gefunden, musst du bei Callcenter Leute betrügen. Das ist sehr schade, weil du in Deutschland kann man so viel erreichen und du rufst an, willst die Leute verarschen. Das ist nicht in Ordnung. Warum soll ich sie verarschen? Ja, weil willst du mir doch im Endeffekt, du sagst mir, ich habe gewonnen, dann bin ich ganz glücklich und dann du willst mir doch nur Zeitschrift andrehen. Guck mal. Herr Dalton, Sie werden auch erstmal die Unterlagen bekommen. Ja, das ist mir okay, egal. Du willst mich doch verarschen. Gib's doch wenigstens zu. Ich weiß doch genau, wie das funktioniert. Warum soll ich Sie verarschen? Ja, weil du Geld haben willst. Du kannst so Provision bekommen. Ich bin doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich sehe doch gar nicht, ob Sie wie Sie aussieht. Kannst du bitte können Sie bitte den Blumenkohl aus dem Mund nehmen? Man kann Sie sehr schlecht hören. Ich hab's auch mitgenommen. Wie bitte? Ich hab's auch nicht. Ja, kannst du bitte Deutsch lernen und ordentliche Arbeit hab suchen? Ich auch. Ja, kannst du bitte normal. Hab ich auch. Was hast du für Ausbildung machen? Als Maler. Also Maler und gibt keine Arbeit als Maler, musst du bei Callcenter Leute abzocken. Ein Maler ist ordentlicher Beruf. Soll ich? Geh mein Wand anmalen. Warum soll ich? Geh mein Wand anmalen, ich gebe dir 50 Euro. Aber du brauchst hier mich nicht anrufen und Verarsche machen. Warum soll ich sie verarschen? Weil du Geld dafür kriegst. Was ist das für eine dumme Frage? Ich kenne doch den Masche. Das ist
so bekannt bei Internet. Du musst einfach nur mal gucken. Nicht immer das gleiche. Immer bei Leuten anrufen. Bei Internet steht auch Coca-Cola, das ist eine was Coca-Cola auch nicht verarschend ist. Also, das ist nicht die Wahrheit, schmeckt. Das auch vom von dem Blut und sowas gemacht wird. Ja, vergleich Coca-Cola. Oder Motherfucker. Motherfucker, vergleich Coca-Cola mit den anderen. Ja, oder Eistee, genauso. Und jetzt trinke ich auch nicht. Ich denke, das wird einfach mit Strohne gemacht. Ja, wir trinken nur Kamelmilch. Da wird nur ganz leicht Strohne reingeschmissen und Wasser. Und drauf ist ein Zucker, da haben sie auch Eistee. Ja, jetzt bist du jetzt also, bist du Maler oder Nahrungsforscher? Das ist auch überall verarscht worden. Ja, bei der Cola genauso, bei der Eistee genauso, wenn sie auch zum Burger gehen. Da wird es auch immer verarscht. Ja, wie kommst du jetzt? Wir bekommen nur ein kleines Burger und dann für 10 Euro, 15 Euro. Motherfucker! Wie kommst du von Abzockanruf auf Coca-Cola? Das ist kein guter Vergleich. Du bist doch Maler und kein Lebensmitteltechniker. Also, es ist Überraschung, Abzocker. Warum soll ich abzocken? Warum? Weil du Geld bekommst. Du kannst Provision von der Zeitschrift kriegen. Wir können ja mal, erklär mal meine Zuhörer bitte, wie funktioniert das alles? Erklär mal, damit die Menschen wissen. Guck mal, wie das alles funktioniert. Ja. Ich kann Scheißschriften nehmen können. Dann werden sie auch eine von uns auch eine Unterlagen bekommen, okay? Sie bekommen trotzdem eine Unterlagen, dann müssen sie auch die bei der Finanzamt Steuern bezahlen. Ja, das stimmt doch gar nicht. Das ist alles Scheiße, was du erzählst. Warum stimmt das gar nicht? Warum stimmt das gar nicht? Du weißt doch selber, dass das kalter Anruf und Betrug ist. Erzähl mir doch nichts. Ich weiß das doch. Gib bitte zu. Ach. Du kannst dir zugeben. Darüber kann ich mal. Ach, ich will gar nicht mal darüber sprechen. Soll ich dir noch was sagen? Hallo? Jetzt hat er aufgelegt. Schade, jetzt wollte ich gerade sagen, du bist live bei Internet. Arschloch.